Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zombiegeist wieder auf meinem YouTube-Channel. Ihr seht schon, wir haben ein neues Event und da wird nämlich auch die Temple Run Map gebraucht. Es gibt mega schwere Tricks darauf und ich versuche heute, oder recht schwere Tricks, einfach für mich, der das erste Mal spielt auf dieser Map. Und ich versuche heute, aber ich kann es leider nur am Event spielen, diese Temple Run Map ein paar Tricks zu schaffen. Das war schon mal ein reingefälltes Anfänglein. Digga, reicht doch auch mal. Das Ding ist, ich habe mich noch nie qualifiziert für das Halbfinale bei dieser Map. Da muss da gerade der Rand zu hoch sein. Ey, wird auch nur gehittet. Digga, der ist auch dumm. Nein, bitte! Am Rand! Geil, jetzt aber. Möglichst spät doppeljumpen ist da einfach die Meter. Da teste ich es besser nicht, weil ich habe schon ein paar Aufnahmen vor dieser endgültigen Aufnahme gemacht und ich weiß schon ungefähr, was für man da machen muss. Dass mich auch gerade dieses dumme Wasserrad hittet. Oh nein. Egal. Da seht ihr nämlich, wir haben genau die gleiche Route, also machen wir mal einen auf Abkürzer. Nachher versuche ich nach oben durchzukommen. Mal so zur Info, was noch ansteht. Digga, du musst mal seinen Volleyball-Mode zu aktivieren. Weil, guck dir jetzt! Man, es laggt so hart. Egal. Lassen wir uns kurz eliminieren. Weil das bringt eh nichts mehr jetzt, versuchen sich zu qualifizieren. Jetzt einfach nur diesen einen Trick schaffen. Das wäre noch nett. Ich hätte es geschafft. Okay, erste Try. Einmal gar nicht so schwer. Da haben wir doch gleich auch noch die Missionen fertig. Und das kriegen wir. Holen. I am the boss. Renken-Eixa oder K-Eixa, was zum Ever. Ich komme nicht in deine Runde. Let's go. Nochmal eine Runde testen. Okay, jetzt dürfen wir einfach keinen miserablen Start hinlegen. Weil der Start ist wahrscheinlich das, was nachher. Hey, Digga, das ist zwar der miserabelste Start der Welt. Wissens haben wir da noch der goldenen Robo gegrätscht. Auch nochmal gegrätscht. Jetzt haben wir den Trick hinbekommen. Da kürzen wir auch kurz ab und skippen den kompletten Hammertrag. Digga, easy. Jetzt dadurch. Nein! Warum muss der Hammer genau auch da rausschwingen? Ey. Zuerst mal chillig unter die Map glitschen. Jetzt einfach nicht vom Wasserrad hitten lassen. Da hoch. Volleyball. Dann da so durch. Die meisten. Guck, wie schnell wir dann sind im Vergleich zu vorher. Sind so viel schneller, Digga, der mit so einem Invisible. Der Rutsche bringt einem der doch gar nichts. Das bringt doch gar nichts. Nein. Nein, ich muss mich einmal eliminieren lassen. Okay. Das machen wir kurz. Das Problem ist einfach, dass es da keine Checkpoints gibt. Und zack. Jetzt haben wir es wieder oft. Aber diese dummen Steine sind da so im Weg. Die rollen nämlich so viel langsamer. Aber wir haben den ersten schweren Trick geschafft. Leute. Jetzt noch mal ein paar Mal. Hm.
Noch mal eine Runde. Noch mal eine Runde playen. Und warum spawnen wir so weit hinten? Wir haben das gar nicht verdient. Zack. Da lohnt sich es gar nicht, so zu warten. Ist auch den Trick. Da. Makellos durchgekommen. Da nicht so. Diese MTMs sind halt so nervig, obwohl ich habe auf meinem neuen zweiten Account, dass ich auch MTM-Bot. Also. War nichts dazu, da haben wir es jetzt nicht mehr geschafft. Und deshalb können wir gleich noch da den Trick üben. Oh, wir haben viel zu wenig Power. Aber trotzdem geschafft. Nein! Warum? Aber ihr seht, wir sind hier viel langsamer. MTM Alex ist aber hinter uns. Das ist schon mal gut. Konnte der das nur so perfekt hinkriegen? MTM Alex ist ein King. Du hast ihn auch gefailt anscheinend. Nein, wir fliegen zwar genau richtig hoch, aber viel zu weit nach drüben. Egal, nochmal eine Runde. Wir müssen es dann halt nochmal eine neue Runde testen. Jetzt sind wir eh viel zu weit hinten. Das ist der unmögliche Teil da. Sollen wir nachher noch eine Runde normal spielen? Weil wir fänden eigentlich nur wegen diesem Trick. Okay, jetzt spielen wir eine Runde komplett normal. Skull Race. Dann da, warum starten wir eigentlich immer so weit hinten? Dann haben wir eine Chance. Score, der Würfel hat das schön weggeführt. Das war gar nichts. Star, jetzt. Ich bin nur ein Normal. Seht ihr, da bringt der auch recht viel. Let's go, das sind wir diesmal. Kommst du uns doch da diese Kurve dazu und die Sonne Radiationskraft oder wie das ist. Ich bin da einmal durch den Boden geglitscht. Geil. Dann da jetzt genau durch. Da hoch. War lieber. Egal, ohne Volleyball. Geht auch. Und was, wenn man es wieder heißt, zack, da durchgegrätscht, brachte genau gar nichts. Da sind wir weit gekommen. Dadurch, ja, das gibt man halt schon mal so viel. Na gut, es braucht ein bisschen Übung. Da jetzt diese. Warum haben die da? Diese Runde könnten wir uns halt qualifizieren. Let's go, qualifiziert! Zum ersten Mal! Da dieser scheiß Trick ist an allem schuld gewesen, sorry. Digga! Da, diese Cobra, die hat gut reingefällt. Oh, neuer Hintergrund schon wieder. Das Monopoly Bundle ist halt von letzter Zeit auferstanden. Oh, wir haben wieder mal die Slide-Version davon. Sind ja darin recht gut. Eigentlich. Nein, Digga. K-Aixa. Dein Scheiß genügt dich nicht, die Bohne. Fehlerloses Gameplay. Fehlerlos. Trotzdem nur Zweite.
Ich fass es nicht. Zähl auf, ja, du bist jetzt weg. Tschüss, zähl auf. Ui. Und wir die Super. Die Super-Version! Wir kriegen nur Slide-Version. Ah, nee. So, wie das vorgesehen wäre. Ich bleib hier beim Wolken. Hallo? Kontrollversagen. Nein! Wie das? Ja, jetzt können wir den ersten vergessen. Nein, so knapp, so knapp, so knapp. Egal, wir haben da ein bisschen bekommen. Das ist chillig und wir gehen mal kurz Freundschaftsanfragen. Wer? Black KP. Egal, wir machen kurz da den Glücksdreh noch. So, da sind wir wieder am Drehen. Und wir erhalten. Wer erhalten? Wir erhalten, wir erhalten. 10 Juwelen? Ja. Juwelen habe ich momentan ein paar M-Pässe. Deshalb bin ich natürlich liebend gerne Juwelen. Wir haben Astrowaage. Was ist das für einen Skin? Eine Astrowaage. Einfach nur dumm. Ich glaube, ich bin noch 6 Tage für das. Auf der 6 Tage den Stumble Pass ab. Ja, also diesen Termin safen. Wir spielen einfach, weil wir cool sind und so uns leisten können, noch eine Runde legen. Der ist Block Dash. Okay? Und sobald ich eliminiert werde, endet das Video. Also ich kann nicht garantieren, wie weit ich komme. Also verabschiede ich mich am besten jetzt schon mal. Also wenn ich nicht viel rede, dann kommt, wird hier wahrscheinlich noch ein Ton hinzugefügt. Wenn ich überhaupt noch was bearbeite. Oder hat jemand gerade die Grätsche eingesetzt? Ah, das war ja okay, da der Nächste. Ein BMW-Fahrer oder BMW-Fan. Kann so viel daraus ziehen oder lernen, was die Leute so Autos fahren, indem dass man einfach mal die Namen anschaut. Ich habe die falsche Mehrzahl gesagt. Perfekt. Bei mir leckt es einfach nur. Boah. Starke Leistung. Will ich jetzt? Digga, dieser gelbe irgendwas. Als was spielt er sich auf? Wer glaubt er, wer der ist? Sorry, ich habe auch Punch. Ich bin einfach nicht dazu gewesen, zu setzen. Jedenfalls nicht in der ersten und zweiten Runde. Wer glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr könnt da einfach so blöd machen. So wirklich? Wir sind vom Skill her gerade im Mittelfeld. Das ist für mich gut genug. Dann Halbfinale. Ich fände es noch cool, wenn man da bei dieser Anzeige, wer alles eliminiert ist, und wir sind gerade chillig da hochgelatscht, wer alles eliminiert ist, dass man da wie auch Skill her, Mittelfeld, komplett hinten, vorne, wie keine Ahnung was, Pro also, oder kompletter No, ist. Wie dieser gelbe Skin da, der nur mit Grätsche gut ist. Nein, jetzt ehrlich. Der nervt so. Ja, guck, da ist er immer so selbst auf safe und alles drum und dran. Und dann macht er so einen. Du Neymar. Digga, reicht jetzt auch mal. Man kann immer übertreiben. Ja, tschüss, da wurde einer Powerpunch, jedenfalls nicht von mir. Also, mir trifft keine Schuld bei diesem Powerpunch. Aber es ist sehr cool gemacht.
Da die meisten so mit Impateo. Are you it? Bleibt doch gleich noch weiter unten. Let's go, Finale. Nein, jetzt ehrlich, nervt nicht. Oh, Manga. Manga ist also der, der die ganze Zeit nur nervt. Exzellent. Ein Scherz. Aufhören mit diesen Witzen. Wir wissen, dass hier ein paar Powerpunchen. Ich habe keine Ahnung, ein paar haben noch keinen einzigen Emote eingesetzt. Alter, direkt mal ein Punch kassiert. So läuft das hier. Alter, reicht mir jetzt langsam. Ich fände es noch cool, wenn man so wie Emote-Slots kaufen könnte, noch in den Pässen, die jetzt nur zum Beispiel die alten Emotes betreffen. Also die alten Emotes sind von diesen frei, aber die neueren, dass man so wie immer Slots kaufen kann oder einfach allgemein, wie viel man diese Emote einsetzen kann. Hey, dann weiß man auch, wie lange man noch kann. Und was ist mit diesem Monopoly Chase passiert? Das wurde geistig gestört. Sehr ehrlich, und da legt auch wieder eines rum. Zwei von sieben schon draußen, weil alle nur Powerpunch und grätschen können. Nein, nee. Reicht mir, ich würde mich freiwillig eliminieren lassen, wie es nicht dann so viel Gems. Ich meine es ernst. Das nervt. Nein. Nein! Wir haben es noch safen können. Alter. 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 Wir sind Pro-Spieler. Einfach Pro. Okay. Der erste. Der da. Es kommt anscheinend dran. Digga. Sollte ich einen Emote machen? Nein, lohnt sich am Ende gar nicht. Ich habe nämlich zwei Emotes Gameplayer. Hier. Ja. 6 von 7. Der eine dort. Nein. Nein. Nein! Wir waren der Letzte! Dieser Sch. Okay. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Skill.